Schönes Tier, Peter. Glückwunsch. Ja, Peter, hier hängt er jetzt. Dein schöner Fisch heute. Dorsch, 10 Kilo. Ist nicht der größte in diesen Tagen, aber trotzdem schöner Fisch. Ja, 10 Kilo. 10 Kilo hat er. So, Peter, jetzt werde ich dir mal zeigen, wie ich so einen 10 Kilo Fisch filetiere. Allerdings ohne Bauchklappen, weil die Bauchklappen schneide ich meistens weg. Oder nicht meistens, sondern immer. Ich setze hier hinter der Grete das Messer an und ziehe nach vorne durch. Dann gehe ich auf die Grete, wende das Messer, drehe das und ziehe auf der Grete bis nach hinten durch. Dazu ist natürlich Voraussetzung, dass das Messer richtig schön scharf ist. Ab der Mitte ungefähr, nicht ganz, ein Stück weiter zurück, setze ich das Messer auf die Grete, steche einmal durch, komme dann bei der Flosse wieder raus und ziehe auf der Grete nach hinten durch. Dabei ist wichtig, dass ich möglichst schräg ziehe und nicht sägen, sondern in einem Zug ziehen. Wie gesagt, Voraussetzung, scharfes Messer. So, wollte ich jetzt die Bauchlappen mitnehmen, müsste ich jetzt hier abtrennen bei den Bauchgräten und den Bauchlappen mitnehmen. Da wir den aber ja nicht haben wollen, fange ich von hinten an, auf der Grete nach oben wegzuziehen. Und somit habe ich ein schönes Filet, allerdings in diesem Fall ohne Bauchlappen. So, dann wird das Ganze gewendet. Und jetzt fangen wir quasi in umgekehrter Reihenfolge an. Ich schneide als erstes, wie bei der ersten Seite, hier hinten ein. Jetzt fange ich allerdings nicht von vorne an, sondern von hinten. Wieder durchstechen und in einzelnen Zügen nach hinten durchziehen. Kann man nämlich schön sehen, die Grete ist schön frei vom Filet. So, jetzt sind wir wieder an der Mittelgrete angekommen. Und an der Hauptgrete schneiden wir entlang. Wie man hier schön sehen kann, obwohl der Fisch innen gekehlt war, trotzdem bluten die Fische immer noch teilweise nach. Jetzt werde ich nochmal zeigen, wie man das Fleisch von der Haut löst. Eine Frage möchte ich noch beantworten, und zwar, warum habe ich den Fisch vorher filetiert, ohne die Bauchlappen mitzunehmen? Das hat den Hintergrund, in den Bauchlappen sitzen häufig, gerade bei den Dorschen, die Nematoden. Nematoden sind so kleine, weißlich-gelbliche Würmer, die für den Menschen nicht schädlich sind. Aber trotzdem ist es natürlich nicht gerade appetitlich, wenn man diese Würmer sieht. Und hauptsächlich sitzen diese Würmer in der Leber von den Fischen. So, und um da sauber zu sein, schneiden wir von vornherein die Bauchlappen weg. So, und von daher sind wir sicher und haben hier allerfeinstes Rücken- und Schwanzfilet. So, jetzt werde ich dir das mal zeigen. Scharfes Messer, versteht sich.
hier hinten an der Schwanzwurzel leicht einschneiden, nach vorne. Und jetzt ist es ganz wichtig, wo viele immer den Fehler machen, die fangen an mit dem Messer zu arbeiten. Und das ist falsch. Das Messer schräg halten und nur an der Haut, die Haut hier hinten einfach nur hin und her ziehen. So, und hier habe ich jetzt die schöne Haut von diesem schönen Filet. Wie man sehen kann, allerfeinstes Dorschfilet. Und das gleiche natürlich jetzt noch mit der zweiten Seite. Das ist im Endeffekt das gleiche. Hinten kurz einschneiden, Messer schräg halten, Haut hinten ziehen und fertig. Umgelegt, da sind die Dorschfilets. So, und jetzt kann jeder selber, wie er gerade möchte, noch das Ganze sauber schneiden, Gräten rausschneiden, Endkontrolle, wie wir sagen. Aber so im Ganzen funktioniert das Filetieren von Dorschen. Und genauso funktioniert es auch bei Seelachsen und weiteren anderen Fischen.